Samstag und wir haben Großeinkauf gemacht. Auf einen Samstag. Ganz, ganz schlimm gewesen. Sonst gehen wir immer so in der Woche oder höchstens Freitag. Aber diesmal sind wir Samstag gegangen, weil gestern ging sie. Ist ja auch egal. So, ich war bei Lidl und bei Edeka. Genau. Und also das ist jetzt ein Food Hall. Wir waren aber auch noch im Baumarkt und beim Action und bei Taco und Family. Genau. Aber das ist ein extra Video. Also wir fangen jetzt erstmal an mit dem Food Hall und dann geht's weiter. Gibst du das nochmal? Nee, die Schokolade? Nein. Mama. So. Also bei Edeka habe ich einmal diese hier mitgenommen. Die sind bei Lidl gerade im Angebot, aber Pfefferminz gab es leider nicht mehr. Und in dieser App hat man dann. Ja, danke gleich. In dieser Edeka-App hast du minus 30 Cent weniger. Also war ungefähr das gleiche. Deswegen habe ich das da mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil mein Sohn hier nämlich gerade alles rausräumt. Wir machen es mal so, weil die Tüte steht nicht hier. Also ich habe bei Lidl diese hier entdeckt. Einmal mit Schoko und einmal mit Erdbeer. Und nicht für mich, sondern für die Kinder und für die Schule. Da sind 14 Stück immer drin und die kosten 1,99 €. Und dann durfte ein Vollkornbrot mit. Ja, das hat weniger Kohlenhydrate als das Roggen. Und deswegen nehme ich immer Vollkorn mit Sonnenblumenkerne oder Sonnenblumenkernbrot. Dann durfte Kiwi mit. Die sind 2 Euro. Weiß ich nicht. Denn ich war mit meiner Großmutter einkaufen und die hat Waffeln geholt und den Kleinen schon eine, zwei, drei, ich weiß nicht wie viele gegeben, während wir einkaufen waren. Dann durften zweimal Eier mit. Die kosten 1,29 €. Oh, nee, Schatzi. Ey. Guck mal, da ist Joghurt drin. Ich zeige euch das jetzt, bevor ihr hier alles kaputt macht. Also bei Edeka, bei dieser App, gab es Apfelmus umsonst. Also gratis ab einem Einkaufswert von 5 €. So, genau, in der App gibt es das gratis und ab einem Einkaufswert von 5 €. Habe ich schon gesagt, ne? So, dann bei Lidl durfte zweimal Porri mit. War nämlich, also wir sind um 9 frühstücken gegangen und um kurz nach 3 waren wir zu Hause, also 6 Stunden waren wir einkaufen. So, Paprika habe ich mitgenommen. 4 Stück, das sollte erstmal reichen. Stellt nicht scharf, oder? Jetzt bin ich scharf, aber gleich bin ich wieder unscharf. Zu wenig Licht hier. Aber es ist auch so dunkel. Okay, wir haben es 4:30, aber kurz vorm Sturm. Wohnt jemand von euch an der Nordsee? Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich so schlimm ist, weil ihr habt das, glaube ich, schon, ne? Also ich wohne ja so ein bisschen hinter Hamburg und so langsam wird es windig, aber nichts. So, jetzt habe ich Joghurt schon weggepackt. Also ich habe 6-mal Joghurt gekauft. Ihr müsst aufpassen, die sind bei Lidl im Angebot. 6 Stück kosten 2,29 € oder so. Aber einer davon kostet 29 Cent. Also könnt ihr euch 10, 8 Dinger davon kaufen. Also dieses Angebot ist kein Angebot, sondern eher eine Abzocke, finde ich. Weil das sind nämlich genau die gleichen, die da drinnen sind. 6 Stück für 2,29 € und hier kostet 1, 29 Cent.
Könnt ihr euch selber ausrechnen, ne? Das spart ihr ja mal nicht, sondern zahlt noch oben drauf. So, dann durfte einmal Puddingpulver wieder mit. Mein Sohn wollte Wackelpudding, aber das habe ich bei Edeka vergessen und bei Lidl hatten sie es nicht. Ja. Dann durfte Sahne mit, ich glaube, 6 oder 5 Mal. Ich weiß nicht, irgendwo sind die anderen. Ich habe nicht gepackt, mein Großvater hat gepackt, weil ich dann so lange zu Edeka gegangen bin, weil, ja, die haben keine Lust mehr. So, dann durfte 2 Mal Frühstückssaft mit. Einmal muss hier auch irgendwo noch sein und mich nervt das gerade tierisch, dass er immer so nicht fokussiert. Ne, jetzt doch. Ein Spitzkohl durfte mit. Und einmal Erbsen und Möhren von Edeka, weil Lidl hat sowas nicht. Nur in so groß und also ich esse das nicht so gerne. Die Kinder essen jetzt, also der Große isst auch keine Erbsen. Aber es gibt so, meine Mutter hat immer Hack, Reis und dann dieses Gemüse hier, also so ein Topf, keine Ahnung. Und das möchte ich auch machen. Dann für die Kinder auch diese Salami. Die sind teurer geworden, die kosten jetzt 2,29. Aber das ist auch das Einzige, was teurer geworden ist vom Fleisch her. Alles andere ist genauso günstig wie vorher auch. Ja, weiß ich auch nicht. Also Rama durfte noch mit, die sind auch im Angebot für 2,22 € oder so, glaube ich. Dann habe ich diesmal laktosefreie Milch mitgenommen, weil ich auch gelesen habe, wenn man eine Unverträglichkeit hat und das trotzdem trinkt oder isst, wie auch immer, dass der Körper dann wohl auch nicht, also dass du nicht abnehmen kannst, dass das irgendwie gehindert wird. So, jetzt möchte ich mal ausprobieren, ob das wirklich so ist und werde jetzt halt eben keine Laktose mehr essen oder trinken. Wobei das auch nicht so hundertprozentig funktioniert, weil eigentlich überall Laktose drin ist. Aber ich habe jetzt mal hier laktosefreie Milch mitgenommen, 3 Mal. Das müsste auch irgendwie noch kommen. Und ich weiß auch nicht. Also irgendwie war ja ganz viel für 1 €, aber ich habe, glaube ich, nur 3 Sachen gesehen für 1 € bei Lidl. Und alles war leer. Wirklich alles. Aber bei Action auch, aber das erzähle ich euch beim anderen Haul. Also das war, ich habe mich so gefreut auf diese Angebote, weil ich da welche mitnehmen wollte. Und dann komme ich da rein und nichts. So, ich habe einmal Orange mitgenommen, weil die trinken sonst immer dieses Apfelkirsch, aber das hatten sie leider nicht mehr. Genau. Deswegen durfte ich jetzt Orange mit. Dann habe ich passierte Tomaten 2 Mal. Einmal habe ich nämlich noch hier. Dann durfte einmal wieder Gurken mit, die sind gestern leer geworden. Einmal normaler Zucker. Oh. Ja. Irgendwie ist heute alles aufgegangen, ich weiß auch nicht. So, Mehl. Und ich muss euch auch sagen, also ich gehe eigentlich nur einmal im Monat, jetzt wird es glaube ich ein bisschen weniger, einmal im Monat einkaufen, war aber gestern irgendwie nochmal drüben bei Penny und habe mir ein Brötchen geholt, weil wir wirklich nichts mehr hier hatten. Der Kleine hatte noch Rührei gegessen. Und irgendwie ist das so ein komisches Gefühl, wenn du die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause bist oder du gehst raus, machst den Garten, spazieren, was auch immer, aber du gehst nicht einkaufen, du bist nicht in einem Gebäude mit 100 anderen Menschen auch noch. Irgendwie war das ganz komisch und heute genauso. Weiß ich auch nicht. Ich bin früher ja eigentlich jeden Tag einkaufen gegangen, ne? Also jetzt nicht Lebensmittel, aber auch in die Stadt shoppen, was auch immer. Hallo. Ja, du siehst ja lecker aus. Also ganz komisch. Sollte ich noch mal kurz sagen. Ich habe mich komisch gefühlt. So, und hier noch mal die laktosefreie Milch. Dann wollte ich eigentlich bei Action mal dieses Arizona mitnehmen. Aber Lidl hat das auch und das kostet 79 Cent. Und dann habe ich gedacht, kann ich das hier auch mitnehmen. Grüner Tee mit Honig. Ja, möchte ich gerne mal probieren. Ja. Hallo, Mama. Hallo, mein Schatz. Ja, du kannst nicht Hallo sagen. So, geh mal weg.
Dann durfte noch mal Mais mit. Ich bin die Einzige und der Kleine. Aber er ist auch nicht ganz so gern Mais. So, dann durfte Zucker, Puderzucker zweimal mit. Achso, ich brauche die Sahne und Puderzucker für Kuchen. Mein Vater hat nämlich bald Geburtstag und er hat sich Kuchen gewünscht. Ich soll Kuchen backen. Ja. Deswegen, also ich möchte jetzt auch, vielleicht macht ihr jemand mit, ich möchte jetzt einen Monat Low Fat einmal probieren, weil Low Carb, das kann ich nicht. Ich kann nicht auf Brot verzichten, ich kann nicht auf Kartoffeln verzichten und so ein Gedöns, das geht nicht. Also ich schaffe es nicht. Paar Tage, ja, aber nicht mein Leben lang. Low Fat möchte ich jetzt mal probieren. Jetzt werden einige wieder sagen, oh, dafür hast du aber nicht eingekauft. Nee, ich habe euch das noch nicht gezeigt. Also wie gesagt, Joghurt und all so ein Kram sind für die Kinder. Mama. Sahne und Zucker für einen Kuchen. Satzi, du bist ganz schmutzig. So. Und deswegen, das ist noch nichts für mich, außer dieses Gemüse da. So, dein Fischstäbchen ist auch nicht für mich. Ist auch für die Kinder. Dann habe ich ein Weizenbrot oder was Mischbrot mitgenommen. Das war reduziert auf 1,04 Euro. Das ist aber noch total bei euch. Deswegen habe ich das mitgenommen. Das wird dann eingefroren und dann immer rausgeholt. Dann durfte Hähnchen mit. Das ist eine Großpackung. Das hat, glaube ich, 5 oder 6 Euro gekostet. Ich weiß das gar nicht. Und nochmal Hähnchenbrust. Hat, glaube ich, auch 5 Euro gekostet. Oder 6, weiß ich. Weiß ich nicht. So. Dann haben wir Bananen mitgenommen. Die lege ich mal hier hin. Und Äpfel wieder. Dann gibt es Toilettenpapier bei Lidl mit Emojis. Ich mag diese Dinger nicht, also ich mag sie gern verschicken. Aber, nein. Aber irgendwie waren die günstiger als die normalen und deswegen habe ich die mitgenommen. Achso, bei Rossmann war ich auch noch, das zeige ich euch aber auch, mit Action und so zusammen. Da habe ich natürlich Toilettenpapier vergessen. Ansonsten nehme ich immer die XXL-Dinger da mit, die halten dann irgendwie 3-4 Monate oder so. Aber, ja. Dann durfte Waschpulver wieder mit. Da ist dieses Flüssigzeug auch im Angebot für 3,33 Euro, aber ich mag dieses Pulver momentan lieber. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe hier nicht eine riesen Tüte. Die ist viel zu schwer. Also hier ist nochmal so ein... Das meine ich nicht. Er fokussiert total scheiße heute. So, nochmal so ein Frühstückssaft. Dann habe ich Butterkekse mitgenommen und zwar für kalten Hund. Schatzi. Weil ich nämlich noch so viel Schokolade habe, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt nochmal kalten Hund, dass wir die Schokolade loswerden. Weil kalter Hund ist, essen eigentlich alle gern. So. Etwas chaotisch heute. Der Kleine hat nicht geschlafen, ist total aufgedreht. So, zwei Zucchinis durften heute mit, weil die teuer sind momentan. Die kosten fast 3 Euro das Kilo. Und deswegen habe ich gesagt, dann kommen erstmal nur zwei mit. Wenn wir dann noch eine brauchen, hole ich eine nach. Denn zweimal Mehl. Ne, dreimal Mehl habe ich mitgenommen, genau. Zum Backen. Auch backen. So, dann kommt das erste, was ich mitgenommen habe, und zwar Kokosnussmilch in Light. Ne? Ich habe da jetzt zwar nicht drauf geguckt, ob das wirklich Light ist, aber. Mama, ja? Ja, kannst du hochspielen gehen.
Tschüss. Bye bye. Bye bye. Adios. Bye bye. Adios. Adios. Den musst du oben anmachen. Oben den Schalter. Ja. Gut. So, hier habe ich noch 5-mal Sahne, also habe ich 6-mal Sahne mitgenommen. Ja. Hier. Ja. Dann durfte einmal Wiener Würstchen mit. Geflügel habe ich diesmal mitgenommen. Den Kindern ist das egal, was Schwein oder Geflügel. Ich esse lieber Geflügel, aber bei Würstchen ist es wirklich so Schwein. Ich sehe auch nicht wieder. So, dann habe ich hier einmal Marmelade wieder. Und dann habe ich neu, gibt es neu bei Lidl, diesen dickflüssigen Honig. Oh, ich liebe den. Ich liebe den. Ja. Deswegen durfte der einmal mit. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so gesund, aber. Und ein Joghurt mit 1,5% Fett. Ich mag lieber die Vollfett-Sachen, weil die einfach besser schmecken. Aber ich pack das mal so weg. Und dann hole ich euch mal weiter hierher, weil ich glaube, das liegt nämlich daran, dass da so wenig Licht ist. Und wenn ich euch jetzt hier so hinstelle, hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Jetzt flaggert er, ne? Wir versuchen es so. Also, dann durfte noch einmal ein Strauß Tulpen mit. Ein bisschen so. Ein Strauß Tulpen mit für 1,99. Dann machen wir mal eine Rundeischweide bei Edeka. Also bei Famila war diesmal nicht im Angebot. Also wirklich jetzt. Ist das die Kamera? Ja, ne? Ja, ich wollte. Guck mal. So. Bei Famila war kein Hackfleisch im Angebot, aber bei Edeka für 5 Euro das Kilo. Deswegen durfte ich mit. Das ist diesmal gemischtes Hack und kein reines Rinderhack. Dann habe ich 2 Maschera, einmal mit Himbeer und einmal mit Blaubeere, Heidelbeere. Ist ja auch Blaubeere, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, eigentlich mag ich Blaubeere nicht, aber so viele sagen, das schmeckt so gut. Also habe ich gedacht, okay, du nimmst das jetzt auch mal mit und probierst das. Dann nur für meinen Sohn diesen Monat. Diese Dinger hier, ich glaube, ich habe 3 Stück mitgenommen. Nur für ihn. Er hat mich drum gebeten und es nervt mich tierisch, dass er nicht fokussiert. Bringe ich ihn dann natürlich mit. So, und einmal das hier für den Kleinen. Ich habe das jetzt nochmal eingestellt. Ich hoffe, es fokussiert jetzt so richtig. Ich glaube aber, es flackert, ne, oder? Gouda durfte mit 2-mal. Denn Geflügelsalami wieder, weil die 99 Cent kostet und die Schweinesalami kostet 1,50. Und deswegen kommt die mit. Die kam auch gleich 4-mal mit, weil Salami isst der Große sehr, sehr gerne. Und der Kleine auch. Der isst sie irgendwie immer so. Dann für mich ein Leitkäse. Ja. Und mich daran, glaube ich, noch gewöhnt. Weil das ist, glaube ich, so, dass Käse, wenn Käse Fett reduziert ist, dann ist er hart. Also jetzt nicht richtig hart, aber er ist härter als hier so ein Butterkäse, wisst ihr? Ja. Der durfte auch noch mit. So, hier sind nochmal 2 Joghurts. Dann durfte einmal Frühlingsquark mit von Milram. Das ist der beste überhaupt. Diese billigen kaufe ich nicht mehr, weil irgendwie schmecken die mir nicht. Für Pellkartoffeln. Und einmal Speisequark Magerstufe. Aber ich glaube, ich hätte noch einen mitnehmen müssen.
Oder ich lasse das diesen Monat und mache nächsten Monat Käsekuchen für meinen Sohn. Ich habe es ihm versprochen. Oder ich hole noch mal einen, aber ich weiß nicht. Wenn ich jetzt schon Kuchen mache, dann reicht das, glaube ich, noch. Ich habe ja auch noch den kalten Hund, den ich mache. Nee, machen wir nächsten Monat. So, dann noch mal Gouda. Dann haben die jetzt eine neue Verpackung. Das sieht jetzt so aus. Pinguin. Ja. Kostet 99 Cent für 6 Stück. So, dann durfte Zitrone mit. Übrigens ist das hier nicht mein Doppelkinn, sondern was ihr hier seht, das ist der Schatten, der hier irgendwie von meinen Haaren oder so rauffällt. Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, das wäre mein Doppelkinn, aber das ist hier der. Jetzt sieht man es nicht, aber jetzt irgendwie so. Ist ja auch egal. So. Denn bei Action habe ich vergessen, Deo mitzunehmen. Die haben ja diese große Flasche für 1,99 und das kostet 1,45. Musste ich bei Lidl mitnehmen. Dann habe ich einmal Philadelphia Balance. Ne, Protein. Protein, genau. Maximal 3% Fett und das ist auch wirklich so. Der hat nämlich fast gar kein Fett. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und deswegen durfte das mit. Das nehme ich auch gerade im Angebot. Also wenn ihr das jetzt seht, natürlich nicht mehr, aber ja. Weil ich halt eben Samstag einkaufen gegangen bin, das ist doof. Und ich habe Frischkäse-Ballons mitgenommen. Der hat auch weniger Fett als Fokus. Bitte, komm zu mir. Hallo. Ja, so. Jetzt fokussiert er. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also, was ich sagen wollte. Ich habe einmal Ballons mitgenommen und einmal normal. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Er hat wirklich weniger Fett. Deswegen ist der für mich und der andere für die Kinder. So, dann durfte noch einmal dieser Käse mit. Noch was? Nö. Wir haben es geschafft. Nein. Immer wenn ich filme, ruft jemand an. Muss das sein? Nein. So, ja. Ich habe noch mal Öl mitgenommen für 1,89 €. 2 Liter. War günstiger, als wenn ich diese kleiner mitnehme. Und ich habe noch einmal Cola mitgenommen. Genau. So, das war alles. Und wer mitmachen möchte, also ich halt das jetzt wirklich einen Monat durch. Weniger Fett zu essen oder... Nee. Weniger Fett zu essen. Schatzi, pass mal bitte auf. Hier ist die Kamera. Die Sandy. Wer mitmachen möchte, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch eine E-Mail. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann können wir uns ja so ein bisschen gegenseitig betteln. Vielleicht funktioniert das ja, wenn ich ein bisschen weniger Fett esse. Und das nächste Mal, nächsten Monat, probiere ich dann mal was anderes aus, wenn das nicht funktioniert. Und ich habe mir fest vorgenommen, Dienstag, Mittwoch ungefähr, weil Montag kann ich nicht, Dienstag wird, glaube ich, auch schwer, täglich Sport zu machen. Ja, weil Sport muss ja irgendwie sein. Irgendwie müssen die Kalorien hier verbrannt werden. Und ja, deswegen jeden Tag Sport. Weniger Fett, mehr Gemüse, sollte klappen. Also, wer mitmachen möchte, schreibt mir gerne eine E-Mail oder unten in die Kommentare. Aber eine E-Mail wäre besser, weil dann können wir uns immer austauschen. Ja, wäre ganz cool. Also, bis zum nächsten Mal.